Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Cells. Wir spielen wieder nur mit einer Zelle, denn ich möchte die Hand des Königs, heißt er glaube ich, besiegen, damit ich diese Tubes bekomme. Ich habe ein bisschen ohne euch gespielt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe nämlich die Schmiede ein bisschen geupdatet, sodass meine Waffen, die ich hier so finde, ein bisschen besser sind. Also von Anfang an, dass sie irgendwie eine höhere Chance haben. Ich glaube, die haben jetzt eine 95%ige Chance oder sowas, auf Plus zu... Ja, danke. Auf Plus zu kommen. Fängt ja schon mal richtig gut an hier, dass ich beim ersten Gegner... Oh, ich kann jetzt schon die... Nein. Toxische Kanalisation will ich nicht. Eigentlich ist mir das egal, wo ich hingehe, aber wenn ich in die toxische Kanalisation gehe, dann müsste ich wieder gegen den Konjunktiv irgendwie kämpfen und auf den habe ich irgendwie so gar keine Lust und wir haben ja noch sau viel Zeit. Wir müssen ja die erste Ebene nur innerhalb von 2 Minuten irgendwie hinbekommen. Was noch ganz geil wäre, wäre, wenn wir die Ebene hinbekommen könnten, ohne getroffen zu werden. Also jetzt. Und dabei auch noch 30 Gegner töten könnten. Denn mit 30 Gegnern, die wir töten, also mit einer 30er-Kombo, sage ich jetzt einfach mal, könnten wir in der Zeittür... Also wir müssen 30 Leute töten, ohne getroffen zu werden. Und gleichzeitig... Und innerhalb von 2 Minuten dahin kommen. Scharfschützenbogen. Okay. Statt Blutschwert? Was meint ihr, Leute? Meint ihr, das ist gut? Oder statt Frostschlag? Ja, komm. YOLO, Leute. Ist mir jetzt auch egal. Pow. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, aber wenn wir das in der Zeit hinbekommen. Ah, fuck, ja. Okay, never mind. Meine Güte, der braucht aber ganz schön lang, dieser Frostschlag. Dann möchte ich jetzt aber zumindest in 2 Minuten hier einmal durchkommen. Das wäre ganz toll. Mein Plan ist übrigens, wir gehen wieder auf grün, denn ich habe auch neue Fähigkeiten freigeschalten. Unter anderem ist da so eine komisch grüne Kugel bei, eine Todeskugel oder sowas. Passenderweise war das der Name. Und diese Todeskugel, die tötet alles und die skaliert halt mit grün. Und das ist jetzt auf jeden Fall mein Ziel irgendwie. Das nehmen wir auch mit, immer wieder schön sowas. Und jetzt müssen wir aber trotzdem mal ganz schnell... Okay. Die Ebene verlassen. Come on, ist hier irgendwo? Hier kann gar nicht das Ziel sein. Da oben muss das Ziel sein. Oh Gott, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss das doch in 2 Minuten hier schaffen. Ich habe die... Come on. Ja. Das langt. Okay, sehr schön. Ich habe die Schmiede so weit ausgebaut, dass ich da... Ich weiß nicht, 3000 Zellen mussten rein. Ich habe jetzt 2900 irgendwas Zellen da reingetan. Heißt, höchstwahrscheinlich werden wir in diesem Run... Ja, komm. Enthüllt unsichtbare Gegner, weniger Schaden bekommen, auch immer geil. Höchstwahrscheinlich werden wir in diesem Part die magische Schmiede auf etwas Besseres bringen. Ansonsten habe ich hier noch alles mögliche Verbesserungen. Was macht die Maus da? Bekommen werde ich allerdings alles nicht freischalten. Vielleicht sehen wir aber noch neue Waffen. Werden wir sehen. Und ich habe auch neue Mutationen, zum Beispiel, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Vergeltung. Das macht plus 103 Schaden pro Sekunde für 8 Sekunden und 60% erlittenen Schaden für 3 Sekunden, also minus 60% Schaden. Wenn man getroffen wird, finde ich mega gut, hole ich mir aber erst später. Initiative ist auch neu, der erste Nahkampftreffer bei einem Gegner verursacht 132 Schaden zusätzlich, also einmal einen Gegner hitten und ist er wahrscheinlich One-Hit. Das hier ist auch neu, Predator. Das Töten eines Gegners durch einen Nahkampfangriff macht dich 1,1 Sekunden lang unsichtbar. Das heißt, die Gegner greifen an deinen kurz sich an und man kann sich wieder neu positionieren. Also diese ganzen Lilanen hier, mega gut, finde ich. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts Neues. Und ich werde auf jeden Fall erstmal mit YOLO mitgehen, weil das ist immer mein erstes Go-To-Mutationsdingsbums. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, in den letzten Folgen war ich sogar ein paar Mal bei dem... bei der Hand des Königs. Aber... Hab da dann verloren. Und mein Plan dagegen ist jetzt einfach... Ich mache das genauso wie vorher, mehr oder weniger. Aber... Was ich verändere, ist, dass ich meine Mutationen in der letzten Ebene... Oh, ich finde gut, dass unser Bogen durch die Gegner durchgeht, Leute. Ist ja mega geil. Ich werde die Mutation am Ende verändern. Man kann ja Geld ausgeben, damit die Mutation... Dieser Bogen ist mega stark, Leute. Damit die Mutation am Ende... Oh Mann, wieso ist das Ding so langsam? Mutationen am Ende verändert werden können. Reden, Dizzy. Was ist das nochmal? Man weiß es nicht. Gott, dieses Spiel muss ich sich aber auch so konzentrieren. Das ist echt heftig. Und ja, am Ende werde ich dann wohl mehr auf Lila gehen. Jetzt am Anfang mehr auf Grün und Überleben und sowas, damit ich überhaupt dahin komme. Aber dann bei der Hand des Königs, so der Plan zumindest. Mal gucken, was wir so für Waffen bekommen und so. Darauf kommt das nämlich auch irgendwie an.
werde ich das dann in der letzten Ebene umswitchen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Aber ja, müssen wir schauen, wie der One läuft. Ansonsten, ich kann ja mal erzählen, was ich so geplant habe für die nächsten Tage auf meinem Kanal. Da ist nämlich mehreres. Jetzt am 5.12., also in 2 Tagen, kommen für 2 Spiele Updates raus. Für das eine Spiel habe ich das gestern schon in der Blazing Beaks Folge erzählt. Es geht nämlich auch um Blazing Beaks. Da bin ich auch mega gespannt, was die da raushauen werden. Ob jetzt irgendwelche Synergien oder irgendwas anderes. Messertanz finde ich eigentlich auch ganz geil. Meh. Ja, Synergien, neue Waffen und sowas. Da würde ich mich mega drauf freuen. Oder, wie auch schon in der Folge gestern erzählt, irgendwie... Oh, muss ich mitnehmen. Dass man sich nach jedem Boss entscheiden kann, in welche Richtung man geht bei Blazing Beaks. Das fände ich mega cool, dass es halt mehr Auswahl gibt und man nicht immer... Oh, das war richtig dumm. Nicht immer dieselben Bosse machen muss. Ein bisschen wie bei Isaac. Da zwar auch erst später, mehr oder weniger, aber da kann man sich das ja auch aussuchen, ob man jetzt zum Satan gehen möchte oder... Ja, keine Ahnung, ob man halt den lieben Part gehen möchte oder doch den mehr oder weniger bösen Part. Also über Isaac oder über Satan halt. Und sowas würde ich mir für Blazing Beaks auch wünschen. Weil an sich, Blazing Beaks macht schon Spaß. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das ist auch das erste richtige Update, was ich so mitbekommen habe von Blazing Beaks. Also meine Erwartungen sind hoch. Sonst haben die nie was gemacht. Wenn die jetzt schon mal was raushauen, dann soll das bitte auch was Krasses sein. Das fände ich ganz toll. Liebe Blazing Beaks-Macher, wenn ihr hier zuhört. Aua, macht mal was Krasses. Und das zweite Spiel, wo ich dann auch nochmal reingucken werde, ist... Haben wahrscheinlich aber auch schon die meisten von euch mitbekommen. Paper Mario. Nee, was habe ich denn mit Paper Mario? Meine Güte. Mario Maker 2 kriegt ein großes Update. Ja, doch, kann man schon groß nennen. Mit neuen Gegnern und neuen Plattformen. Und man kann, was ich mega geil finde bei Mario Maker, es gibt jetzt, das gab es ja auch schon bei Mario Maker 1, ein Kostüm. Die gibt es bei Mario Maker 2 leider nicht mehr. Jetzt kommt allerdings wieder der gute Link. Man kann den guten Link wieder spielen. Aber man kann ihn halt wirklich spielen. Und das ist wieder eine Neuerung. Also der hat dann auch neue Attacken und sowas. Jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, aber YOLO, Leute. Bei DLCs ist das nicht so wichtig, ob man gespoilert wird, oder? Ich glaub schon. Also da spielt man halt einen Link, der hat ein Schild und ein Schwert und einen Bogen. Und die kann er dann auch alle verwenden. Und mit dem Schild und Schwert und was weiß ich, kann man dann halt ganz geile neue Level machen. Und man kann dann auch so ein... Nehmen wir wieder ein Schwert mit. Schönes Breitschwert. Ja, komm. Ist schön stark. Nehmen wir mit. Dann kann man auch so ein Four-Swords-Abenteuer quasi in Mario Maker machen. Man kann einfach ein 8-Bit-Zelda-Spiel in Mario machen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie die das dann in diesen 3D-Mario-Teilen machen. Ob es da dann auch diesen Skin gibt. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie ihn da einfach gar nicht reinpacken. Aber da freue ich mich wirklich mega drauf. Also er hat dann halt auch sein Schild, kann da geile Schild-Sachen machen. Ja komm, Schüssel brauchen wir nicht, YOLO. Hm. Sein Bogen, mit dem er schießen kann. Und auch sein Schwert. Ist schon mega geil. Da kann man halt so ein RPG machen, Leute. Wie gut ist das denn? Bin ich der Einzige, der da so gehypt ist? Ich finde das mega cool. Mega gute Idee. Dass man da so ein kleines Zelda draus machen kann. Also da, die ganzen Zelda-Level, die würde ich auch gerne mal spielen. Also da kann man auf jeden Fall mega viele neue Sachen machen. Da freue ich mich. Also da werde ich auch reingucken. Ich weiß noch nicht, ob dann am 5. 2 Videos auf einmal kommen. Weil eigentlich bin ich ja eher so der, ja, ich mache mal ein Video am Tag. Typi. Und nicht mal das kriege ich hin. Aber das ist zumindest geplant. Ja, also vielleicht kommen wir am 5. 2 Videos auf einmal. So. Lila, nicht so viel auf Rot gehen. Ich bin nur einmal kurz eben auf Rot gegangen, weil mir das so viele Leben gegeben hat, Leute. Da wurde ich schwach. Aber wir brauchen auf jeden Fall nochmal bessere Items. Wir haben auf jeden Fall gerade eine 30er-Kombo, was ganz nett ist. Haben wir noch irgendwo... Einen Pergament-Jinx-Bums-Gedödel. Schadödel. Da unten ist ein weiterer Ausgang, aber kein Pergament. Nö, dann gehen wir den normalen Weg, würde ich sagen. Da. Nochmal kurz gucken, ob da links irgendwas ist. Nö. Kann nämlich immer Geld sein oder so. Gehen wir auf die Gefängnisdächer. Wir gehen den Swag-Weg heute. Nix Toxisches. Alles easy peasy. 8 Minuten, auch easy geschafft. Nom nom nom, oh ja. Goldamulett. Wir haben schon ein Amulett, oder? Ja.
Bodenbrandschätzen ist geil und durch Geschosse 75% weniger. Ah, ist schon mega gut, muss man sagen. Die Kriegseule ist nicht so viel besser. Ja, ich glaube, ich nehme das Goldamulett mit. Weil das bringt schon echt viel, dass Geschosse weniger Schaden machen. Mega gut. So, und dank PS, ich weiß ich ja, aber kann hier einfach durch die Tür durchgehen. Ich werde mal... Boah, ist die teuer! Du komische Eule, warum bist du so teuer? Okay, dann machen wir hier unser Schwert besser. Der zweite und dritte Treffer wird kritisch. 20% Schaden plus 25% Schaden gegen ein betäubtes Ziel. Kann nicht durch gegnerische Angriffe unterbrochen werden. Schießt einen Pfeil. Geil. So, jetzt ist die Sache. Gehen wir hier auf nette Sachen oder böse Sachen? Ich würde halt ganz geil finden, entweder Initiative, dass wir die nur einmal hitten und dann sind sie halt tot. Oder Predator. Aber das bringt halt auch alles nur was, wenn wir tatsächlich mit unserem Schwert angreifen, ne? Nekromantie wäre das sicherste. Ja komm, wir gehen ja erstmal auf grün, deswegen gehen wir mal auf Nekromantie. Ist die sichere Variante. Dann kann unsere Eule Sachen töten und wir kriegen dann schön die ganzen Leben reingedrückt, Leute. Schön die ganzen Leben, oh ja, nom nom nom. Ja, ansonsten habe ich mir noch tolle Challenges überlegt für zum Beispiel Blazing Beaks. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die überhaupt machen sollte, weil in Blazing Beaks habe ich ja noch nie überhaupt einen Mann geschafft. Aber ja, ich mache mir halt Gedanken, wie es mit meinem Kanal so weitergehen soll, weil im Moment finde ich das alles ziemlich merkwürdig, wie das auf dem Kanal läuft. Erstens kommen wenig Videos, weil ich doof bin. Zweitens, ja, weiß ich nicht, sind mir die Videos zu lang? Ich würde gern mehr so Videos machen, so Revenger-like, so ein bisschen mehr Story-mäßig. Also ein Spiel, das eigentlich keine Story hat, eine Story geben. Wenn das verständlich ist. Ist das verständlich, Leute? Sowas fände ich ganz witzig. Da muss man dann auch erstmal die richtigen Spiele finden. Und dass man das dann halt nett zusammenschneidet und so. Weil, ganz ehrlich, diese Rogue-likes, da muss man halt wirklich gar nichts schneiden. Du musst halt die ganze Zeit reden. Das ist natürlich auch eine Kunst. Irgendwie, ich bin mir sicher, die meisten schalten halt auch relativ schnell ab. Obwohl, ich muss sagen, hier bei Blazing Beaks und... Also ich habe da irgendwie Glück, mehr oder weniger. Bei den Roguelikes, sie werden doch recht lang geguckt. Also, ich kann euch aber ein bisschen Einblick geben in meinen Kanal. Also na sagen wir, 25 Minuten Video von einem Roguelite. Da sind die Roguelikes auch eigentlich alle gleich, jetzt außer dieses Made in Abyss, was komischerweise übelst viele Aufrufe bekommen hat, aber halt gar keine Watchtime hat. Kann man nur vorstellen, dass da irgendwelche Chinesen ihre Finger im Spiel hatten, weil das ja ein chinesisches Spiel ist. Kein Plan. Aber sonst habe ich tatsächlich immer so zwischen 9 und 10 Minuten Watchtime, was ich schon recht heftig finde. Also so ungefähr 40% Watchtime pro Video, pro Aufruf. Finde ich ganz krass. Also da auf jeden Fall danke, Leute, dass ihr meine Videos so fleißig guckt. Aber ich würde halt gerne irgendwie mehr Story-Spiele machen. Habe mir auch überlegt, ob ich irgendwie GTA 5 mal spielen sollte. Das habe ich mir auch vor Ewigkeiten mal gekauft. Ich glaube, das wird auch nochmal Spaß machen. Habe ich halt noch nie gespielt, keine Ahnung. Und machen halt auch schon so viele Leute. Ist das überhaupt noch cool? Ich weiß es nicht. Da kann man halt auch irgendwie alles machen. Deswegen, aber ich weiß ich halt nicht, Leute. Oder wo ich ja eben von Blazing Beaks geredet hatte, da habe ich mir halt Challenges überlegt, aber... Wow, da weicht ja aus, was du für ein krasser Dude. Zum Beispiel, dass ich alle Artefakte mitnehmen muss, egal was für ein Artefakt es ist. Ich weiß, da gibt es auch ein Artefakt, das selber von sich aus sagt, ja, du musst alle Artefakte mitnehmen, aber das, da würde ich dann eine Challenge ausmachen, dass ich tatsächlich alle mitnehme, die da sind. Oder zum Beispiel, dass ich alle mitnehmen muss und erst abgeben darf, also nochmal eine verschärfte Version davon, nachdem ich den Boss besiegt habe oder sowas irgendwie. Irgendwas mit Artefakten halt. Aber weiß ich noch nicht. Wie findet ihr die Idee? Die Sache ist halt, ich bin in Blazing Beaks jetzt nicht so gut. Deswegen, bevor ich da überhaupt den Boss mal ordentlich erledigen kann alleine, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, mir da gleich eine Challenge aufzubrummen. Dann könnten die Folgen ganz schön kurz werden, wenn ich sie mir noch schwerer mache, als sie sowieso schon sind. Ja, Leute, wie seht ihr das? Haben wir schon den komischen Instinkt hier? Ich kann mir vorstellen, dass rechts noch irgendwie eine... Dings ist. Ich schaue nochmal ganz kurz nach. I knew it! Hier ist nämlich noch eine. So. Die lasse ich hier natürlich nicht alleine zurück. Ich nehme jeden mit. Jeder hat es verdient, gerettet zu werden.
Und wisst ihr, wie man an diese Pflanze daran kommt? Das ist nämlich irgendein Schlüssel, den man in späteren Ebenen nochmal braucht. Aber ich habe keinen Plan, wie ich da rankomme. Oh, Buddy, dann haben wir, glaube ich, alles. Und dann gehen wir auf die Schwarze Brücke. Und ich hoffe, wir können unsere Schmiede nochmal verbessern. Ich weiß nicht ganz genau, wann die Madame da immer ankommt. Anscheinend ist sie nicht da. Das ist voll kacke. Okay, aber nach dem ersten Boss sollte die da sein, oder? Ich würde sagen, dann haben wir noch Unterstützung mit, weil wir haben ja ein stationäres Dingsbums. Oh, wir haben nicht mal Leben verloren. Na gut, und dann besiegen wir kurz den allerersten Boss. Das ist ja nun mal der einfachste von allen. Sollte nicht so schwer werden. Hallo. Hallo, ich glaube, ich habe sogar... Nee, deine Rüstung habe ich gar nicht an. Ich habe die Rüstung von der Hand des Königs an. Aber ist ja egal. Hier, bau, 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 bau. Ich mache das sogar noch verlangsamt tun. Bin ich nicht super nett. Hier, nochmal verlangsamt. Und pau, pau, zackadau. Pau. Oh Gott. Pua. Und nochmal so ein Ding. Ja, ja, mach du mal. Ich verlangsame dich dann so lange. Da, 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 da. Der Portier ist so einfach. Ich finde dich sehr nett. Vor allem, wenn du so langsam bist, dann bist du ziemlich einfach. So einfach. Oh nein, die zweite Phase. Er hat mich sogar getroffen. Wie konnte das passieren? Jetzt ist doch meine Eule weg. Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du verlangsamt. Und angegriffen. 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 Und ausweichen. Und Eule. Und nochmal einfrieren. Mach du doch. Ja, ja, spring du ruhig rum. I don't give a shit. Das ist viel zu einfach. Was soll man da machen, Leute? Was soll man da machen, wenn der Portier einfach viel zu einfach ist? Ich habe gegen dich schon viel zu häufig gekämpft. Cool. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass wir 880 Gold bekommen haben? Einfach, dass wir ihn vernichtet haben? Nö. Oder stand irgendwie... Oh, Leute! Leute, wir haben richtig Glück hier! Warte mal. Warte, wir haben die Todeskugel. Auf die setze ich ja alles, Leute. Die Todeskugel ist so gut. Plus 100% Schaden, Leute. Erzeugt eine Kugel, die sich nur langsam bewegt, aber verheerende Wirkung hat. Das ist so geil. So, jetzt ist die Frage, geben wir die Kriegseule dafür weg? Ich glaube schon. Tschüss, Kriegseule. Und die symmetrische Lanze ist auch mega gut. Aber wieso ist die so schwach? Ich dachte, die symmetrische Lanze ist besser als das Breitschwert. Weil das ist doch die Bosswaffe. So, aber wir können die Schmiede verbessern. Und ich habe euch ja gesagt, ja genau, hier fehlt noch 27. Das heißt, wir können jetzt hier endlich mal auf 3000 bringen. Und jetzt haben wir eine 100%ige Chance, dass die Gegenstände plus plus werden. Das heißt, jeder Gegenstand, den wir finden, ist jetzt plus plus. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Neues. Aber das dritte kommt jetzt, wenn wir mit zwei Bosszellen spielen. Ganz offensichtlich. Und wir haben sogar kein Geld. Ist in Ordnung. Gut, dann kannst du halt doch noch ein bisschen Zeug bekommen. Was wollen wir denn mal updaten? Das ist auch eine geile Mutation irgendwie, ne? Kannst du 5 Sekunden mega den Damage raushauen. Ist quasi für die letzte Phase eines Bosses mega gut. Dann stirbst du da auf jeden Fall nicht und kannst ihn einfach die ganze Zeit hitten. Na komm, wir packen alles in Loslösung. Wird schon seinen Grund haben, warum das so viele Zellen kostet. Und wir gehen in die Ufersiedlung, ja. Wir gehen heute den ganz normalen Weg, Leute. So, ansonsten... Ah, jetzt habe ich meine Eule nicht mehr. Das ist natürlich doof, Leute. Egal. Ansonsten, ich habe ein Spiel... Aua, oh Gott. Geschenkt bekommen. Welches sich schimpft Playmobil The VR Movie... Nee, es ist a Movie VR Adventure. Ja, cool, oder? Und ich habe ja jetzt noch nicht so viel VR auf meinem Kanal gemacht. Ich meine, ich hab ein paar Mal Beat Saber gestreamt, aber und einmal dieses Portal Stories habe ich auch gemacht, aber sonst nicht wirklich viel mit VR. Pow! Und das ist mal wieder so ein Spiel, was ich vielleicht mal zeigen könnte, auch wenn ich es ein bisschen merkwürdig finde, dass es ein Playmobil VR Spiel gibt. Ich meine, mit wen wollen sie damit ansprechen? Klar, die wollen jetzt irgendwie den Hype von Lego so abfangen, die ja auch Lego The Movie gemacht haben und der mega erfolgreich war. Da dachte sich Playmobil, yo, das können wir auch. Wir können auch einen Film machen mit unseren komischen Männchen da. Und jetzt wollen die da halt ein bisschen Werbung machen, indem sie auch so VR-Krams, Gedöns machen. Oh, schön. Ja, aber wieso VR? Wie kommen die auf VR? Bei Playmobil ist doch nun wirklich anders als Lego. Lego spielt man irgendwie in jeder Altersklasse, aber Playmobil ist doch locker nur für, ohne jetzt irgendwelche Leute zu beleidigen, die vielleicht schon älter sind, aber das ist doch nur für Leute 6 und darunter, oder? 6 Jahre und darunter. Oder spielt irgendeiner von euch oder hat gespielt, aber nach 6 Jahren noch mit Playmobil. Ich weiß nicht. Also ich war sowieso immer der Lego-Typ. So viel erstmal dazu.
aber ich kenne auch niemanden, der über 8 Jahre ist und noch mit Playmobil spielt. Ihr Leute? Egal. So, also deren Zielgruppe sind ganz klar Kinder. Und jetzt bringt ihr ein VR-Spiel raus, wofür man eine Virtual Reality Brille braucht. Die reden Dizzy, ist schwer heute. Und ich vermute einfach mal, dass jetzt nicht so viele Kinder eine VR-Brille haben. Erstens sind sie wahrscheinlich viel zu riesig für so einen kleinen Kinderkopf, so eine VR-Brille, also die könnten die gar nicht aufsetzen. Und zweitens, welches Kind kann sich sowas leisten? Klar, die Eltern können das kaufen und wenn das jetzt für PlayStation VR rauskommen würde, dann okay. Aber ich glaube, es kommt nur für PC raus. Und da finde ich das schon ein bisschen sehr merkwürdig, was da die PR-Entwicklung von Playmobil sich gedacht hat. Ja, wir bringen ja mal ein Playmobil-VR-Spiel raus. So wie ich das verstanden habe, kann man doch einfach nur so Sachen nachspielen, die auch im Film passiert sind. Also ist das halt wirklich so PR-mäßig gedacht. Keine Ahnung, ob das ein richtiges Spiel ist oder nur so eine Experience. Ich denke aber, es ist wieder nur eine Experience. So von den Bildern her sah das auch richtig komisch aus. Aber ich werde es wahrscheinlich bald mal anspielen. Dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Aber ja, wie findet ihr das, Leute? Findet ihr, das ist eine gute Idee? Findet ihr es gut, dass es so ein Spiel überhaupt gibt? Ein Playmobil-VR-Spiel? Ich fand es auf jeden Fall sehr merkwürdig. Und weil es so merkwürdig ist, möchte ich es auf jeden Fall spielen. Merkwürdige Dinge sind toll. Ich mag merkwürdige Dinge sehr. So, wir brauchen noch einen Schlüssel von irgendwoher. Hier wäre der zweite Ausgang, den will ich aber nicht. Ich will nur den zweiten Schlüssel. Wäre schön, wenn mir den mal irgendjemand zeigen könnte. Ist der hier oben? Nein, warum nicht? Okay, warte. Wir haben hier auf jeden Fall noch 2 Pergamentdinger. Dass ich die übersehen habe, Mann. Und irgendwo in diesem Häuschen sollte auch nochmal ein Schlüssel sein. Aber wo? Ich sehe nichts. Seht ihr was? Immer schön alles auf grün. Wir können noch einmal auf rot gehen. Dann muss der ja irgendwie da oben sein. Ach, ich vermisse meine Eule jetzt schon. War das so eine gute Idee, die wegzugeben? Da ist noch ein Pergament. Wie viele Pergamentdinger sind denn hier bitte? Okay, da ist der Schlüssel. Krass, wie viele von den Dingern es gibt. Zack, zack. Wir speeden das hier mal ein bisschen ab. Die Folge geht sowieso schon wieder viel zu lang. Pow, pow. Das und das und sowieso. Ab. Es tut mir so leid, Leute. Ich habe vergessen, wieder auf Aufnahme zurück. Ich hatte kurz eine kleine Pause, weil es Essen gab. Und jetzt bin ich schon im Glockenturm. Hab die ganze Zeit erzählt. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört hatte. Scheiße. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel weg gehabt. Was habe ich denn so erzählt? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich erzählt habe, Leute. Habe ich vom VR-Dings schon erzählt? Ich glaube schon. Okay, habt ihr schon... Das Gebiet hier ist sowieso langweilig, Leute. Also ihr habt gar nicht so viel verpasst. Ich hoffe, ich habe nur dieses Gebiet hier nicht aufgenommen. Mann, wie nervig. Egal. Guckt sowieso keiner so weit, oder? Habt ihr schon diese Nominierungen bei Steam gemacht, Leute? Da ist nämlich gerade so eine Herbstaktion, haben sie die, glaube ich, genannt. Wo man Spiele nominieren kann und dann kriegt man so komische Abzeichen fürs Profil. Ich mache das auf jeden Fall immer ganz gerne. Ich glaube, ein Abzeichen kriegt man, wenn man nur ein Spiel nominiert. Noch ein Abzeichen bekommt man, wenn man in jeder Kategorie ein Spiel nominiert. Keine Ahnung, das sind so 10 Kategorien oder sowas. Habe ich schon den Schlüssel? Nö. Wo ist denn der Schlüssel? Muss ja da rechts irgendwo sein. Dann kriegt man noch ein Abzeichen, wenn man eine Review verpasst oder eine Review ändert. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich einfach eine Review, die ich schon geschrieben hatte, da reingegangen bin, einen Punkt dazu geschrieben habe, also auf Bearbeiten gegangen bin, einen Punkt dazu geschrieben habe und dann neu abgespeichert habe. Und dann hat das so gezählt, als wenn ich die Review halt bearbeitet hätte. Und dann habe ich dadurch das dritte Abzeichen bekommen. Insgesamt gibt es 4. Und die 4. kriegt man, wenn man ein Spiel, das man nominiert hat, spielt. Und das mache ich jetzt gerade, denn Dead Cells habe ich auch nominiert, ich schlauer Bursche. Cool, oder? Und dann kriegt man dafür Abzeichen und die sind toll. Macht ihr das auch, Leute? Bei Steam sammelt ihr da immer Abzeichen? Ich finde die Abzeichen irgendwie cool. Dann kriegt man nämlich immer ein Level dazu und diese Level bringen ja irgendwie, dass man... Oh, pass. Dass man mehr Leute in die Freundesliste zufügen könnte. Nicht, dass meine Freundesliste voll wäre oder so, aber trotzdem ganz cool. Und dass man so
kosmetische Sachen in sein Profil... Nein, du lässt das. Verändern kann. Also, dass man da zum Beispiel hin tun kann, was für tolle Errungenschaften man schon gesammelt hat oder was für Karten man hat und so. Dann wird das Profil einfach voller. Finde ich auch immer ganz witzig. Und deswegen, diese Errungenschaften mag ich. Und ich glaube, es ist sogar so, dass wenn man wenn das Level hoch ist, dass man dann eine höhere Chance hat, Kartendrops zu bekommen, oder? Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Ist wieder so eine Halbwahrheit. Kann auch sein, dass das... Nee, weiß ich gar nicht. Auf was kommt das an? Ich glaube, wie viele Karten man allgemein im Besitz hat oder sowas? Da werden dann die Reichen noch reicher. Oder wie viele Karten man gesammelt hat, irgendwie sowas. Und dann kann man Kartenpacks bekommen. But I don't know. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr nicht mitbekommen habt. Ob ihr mitbekommen habt, wie ich die Todeskralle hier bekommen habe, das Ding da. Weiß ich nicht, Leute. Auf jeden Fall will ich hier auf Loslösung gehen. Scheiße, ich habe die Befürchtung, ich habe ein bisschen zu viel weggeschnitten jetzt. Also nicht weggeschnitten, sondern nicht aufgenommen. Das ist ein bisschen kacke. So, okay, Qualitätsstufe S+, 60 gegen ein blutendes Ziel, gegen ein gefrorenes Ziel und Beißerkrabbeln aus den Opfern. Ach du Scheiße, wir machen plus 175% Schaden gegen ein gefrorenes Ziel und wir frieren die ja ein mit unserem Frostschlag, der leider nur 1++ ist, aber immerhin, Leute. Ich glaube, das ist eine mega krasse Kombo. Mal gucken, ob ich gegen die Turmuhr-Tussi hier gut ankomme. Mal gucken. Müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen konzentrieren. Au, hallo, da bin ich. Ich werde bei dir wieder voll viele Leben verlieren, weil ich dich hasse. Du bist mein absoluter Hassgegner. Hier, nehme dies. Warte, und dann nehme dies und nehme... Moment. So, nehme dies. Ich glaube, bei der sollte man auch eigentlich... Fuck. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Wenn sie diese komische Attacke macht, dann... Oh Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe! Dann sollte man, glaube ich, einfach nur ausweichen. Mann, wie sie mich jedes Mal trifft! Ohne Witz. Wie kann ich mich heilen? Ich weiß es nicht! Moment! So. Ja, jetzt komm her. Ich will dich einmal einfrieren. So, einfrieren. Mach diese andere Attacke. Die macht nämlich mega viel Damage, wenn sie denn mal trifft. So, du stehst mittendrin. Macht. Hallo, zweite Phase und so? Genau. Aber schon. Ich bin mega schlecht bei der. Ich weiß auch nicht. Ich muss die. Gibt es irgendwie einen Trainingsmodus in diesem Spiel? Das wird mich nämlich mega unterstützen, glaube ich. Aber wenn sie eingefroren ist, dann machen wir jetzt mega viel Damage. Ich glaube, das ist wirklich voll OP. So, jetzt komm rüber hier. So, okay, immerhin besiegt. Und ich muss mich sogar nur einmal heilen. Auch schon okay. Dieser Todesball ist auf jeden Fall mega gut. Und soweit ich weiß, kann man zwei dieser Todesbälle haben. Und jetzt stellt euch mal vor, beide Todesbälle synergieren irgendwie mit Einfrieren. Wie geil wäre das denn, Leute? Okay, das ging ja gar nicht. Ich habe wieder voll die Panik geschoben. Aber war gar nicht so schlimm, der Kampf, oder? Hey, wir sind schon in der letzten Ebene. Cool. So, ich weiß auch nicht, ob ihr jetzt hier mitbekommen habt. Ich kriege jetzt Qualitätsstufe plus auf jeden Fall 100%. Habe ich eigentlich auch im Video gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich es mit aufgenommen habe. Aber ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. So, okay, wir haben kein Geld leider. Und nach dieser Ebene müssen wir auf jeden Fall nochmal, glaube ich, die Mutation verändern. Kostet sogar nur 1000. Guck mal, das kostet halt gar nichts. Wir haben auch noch unseren YOLO. Da weiß ich auch nicht. Kann man YOLO sich nochmal holen, wenn man die zurücksetzt? Ich glaube nämlich nicht. Andererseits bringt YOLO allgemein aber auch nicht so viel beim letzten Boss, weil ein das nicht mit so vielen Leben wieder belebt. Ich werde die Mutation verändern, Leute. Ich werde die 100%ig verändern, wenn wir diese Ebene hier überleben. Ich glaube, wir sind gerade recht gut aufgestellt mit unserer Waffe und allen möglichen anderen Kram. Eine Kiste. Oh ja, das ist nett. Ja, hi. Wieso hatten wir eigentlich keine verfluchte Kiste? Oh, der Eisbogen. Der ist, glaube ich, sogar noch besser, oder? Der macht erstens mehr... Ja, der ist auf jeden Fall besser. Der macht mehr Schaden. Opfer erzeugen eine Giftwolke. Verlangsamungseffekte nach dem Aufbauen halten zweimal so lange an. Wie gut ist das denn? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das war noch unsere Anfangswaffe hier, der Frostschlag. Ja, geil, ey. Oh, es läuft. Bitte, bitte, bitte. Ich will einmal den letzten Boss hier mit einer Bosszelle besiegen, damit ich diese blöden Tubes endlich bekomme. Eine zweite Todeskugel, Leute. Okay, wir werden nochmal zurückkommen. Das merken wir uns, dass hier ein Shop ist.
der eine zweite Todeskugel tatsächlich für uns hat. Das wäre so heftig, wenn wir eine zweite Todeskugel bekommen könnten. 33.200 Gold. Okay, wir müssen Gold sammeln. Und dann geht's uns richtig gut, Leute. Wenn wir das hinbekommen könnten, das wäre mega krass. Oh, nein, nein, aua. Aber jetzt erstmal diese... Okay. Hier einmal überleben. Wir kriegen auf jeden Fall auch sehr viel Geld. Hier, Nekromantie ist nämlich auch so eine Mutation, die uns absolut gar nichts bringt beim Boss. Obwohl, naja, gar nichts kann man nicht sagen. Aber jetzt auch nicht so viel. Weil, obwohl doch, weiß ich nicht halt. Der Boss, also der letzte Boss, der spawnt ja auch sehr viele Sachen. Könnte man sich ja eigentlich auch gut heilen. But I don't know. Okay, den ganzen Kack hier brauchen wir nicht. Und eine zweite Todeskugel wäre halt echt noch mega geil. Hier weiß ich übrigens auch nicht... Oh, was? Geheimbereich? Nee, hier weiß ich auch nicht, wie man durchkommt. Wo man da Schlüssel bekommt. Da braucht man nämlich irgendwelche anderen Schlüssel für. Ich glaube, hier braucht man diesen weißen Schlüssel aus einer anderen Ebene. Aber wie man da rankommt, halt gar keine Ahnung. Hier waren wir schon. Wieso gehe ich dann hier überhaupt hin? Komme ich bitte nochmal zurück? Danke. Okay, okay. Letzte Ebene, in der wir einfach nur überleben müssen. Ja, was war sonst so, Leute? Habt ihr mitbekommen, Sunrise Avenue löst sich auf? Zwar nicht direkt, aber sie haben es angekündigt, dass sie sich auflösen. Die haben jetzt 2020 noch eine Farewell-Tour quasi. Aber sie haben angekündigt, dass sie sich auflösen wollen. Finde ich heftig. Vor allem Sunrise Avenue war so die eine der Bands, der wenigen Bands, wo ich tatsächlich eine CD gekauft habe. Und auch eine der ersten Bands, wo ich eine CD gekauft habe, wo ich auch richtig Fan war und sowas. Schon ein bisschen schade, dass sie sich jetzt auflösen. Klar, die Band gibt jetzt halt auch schon voll lange. Ich glaube, 2002 hatten die... haben die sich gegründet. Richtig erfolgreich. Oh nein, oh nein, oh Gott, aua, aua, aua. Lass dies. Bitte lassen Sie das. Richtig bekannt wurden sie dann erst 2006 mit Fairy Tale Gone Bad. Das sollte, glaube ich, jeder kennen, der in Deutschland mal Radio gehört hat. Das ist ein Elite-Kämpfer. Will ich den besiegen? Vielleicht mit der Todeskugel. Und auch einige andere Lieder. Live sind sie, glaube ich, leider nicht so gut, muss ich leider sagen. Aber sonst mochte ich deren Musik auf jeden Fall doch recht gerne. Okay, wir müssen ihn schnell besiegen, sonst kriegen wir viel zu viel Damage. Den haben wir gut kaputt gemacht. Holy moly. Zusätzlicher Sprung, legt beim Ausweichen eine Bombe. Nein, ich finde besser, dass wir weniger Schaden durch Geschosse bekommen. Hätte das mehr Damage Reduction, hätte ich ihn mitgenommen, aber so, nein, danke. Wir warten nochmal kurz, dass die Todeskugel wieder da ist. Oh ja, die wollen sich auflösen, nachdem sie jetzt nochmal eine Tournee auf jeden Fall machen. Bleibt abzuwarten, ob sie sich wirklich auflösen, denn ich ist jetzt nicht die erste Band, die angekündigt hat, dass sie sich auflöst, und dann hat sie sich doch nicht aufgelöst. Also mal gucken, vielleicht gefiel ihr ja dann ihre Farewell-Tour so gut, dass sie sich doch nicht auflösen. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Da gibt es ja einige Kandidaten, wo das der Fall war. Dummdi-dummdi-dumm. Ich spiele heute mal ein bisschen schlauer. Haha. Schlauigkeit gewinnt. Au, hä? Der hat mich angezogen. Mach mal auf viel Damage, ey. Das ist heftig. Aua. So, wir sollten hier aber auch wieder aufpassen, dass wir nicht... Oh, das war dumm. Nein, 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 lass mich in Ruhe, dass wir hier nicht so viel Leben verlieren. Scheiße, nein, 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 nein. Lass mich doch mal in Ruhe, jetzt. Denn wir brauchen alle Heilung, die wir kriegen können, denn wir kriegen nach dieser Ebene nur eine Fiole, mit der wir uns dann voll heilen können. Also das heißt, dieser Heilbrunnen am Ende ist leider nicht da, sondern tatsächlich nur eine Fiole, und das ist halt schon ein bisschen arg assig. Deswegen, ich würde mich hier am liebsten einfach nur ein bisschen voll heilen wollen mit unserer Nekromantie, wenn das irgendwie ginge. Aber ich glaube, ich komme nicht drum rum. Alter, diese Todeskugel. Holy shit. Mich einmal gleich zu heilen. Einmal heilen ist auch noch okay. Weil wir kriegen ja eine Fiole. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich muss mich heilen. Ich werde hier gerade zu häufig gehittet. Fuck. Oh, Heilung, nett, danke. Aber auf der anderen Seite heilen wir uns halt auch mega stark. Durch Nekromantie. Wie viel heilen wir uns durch Nekromantie? Das müsste doch irgendwo stehen, oder?
Wüste Info? Da. Nee, oder? Nee. Ach, hier stehen sogar die Entwürfe und so. Das ist ja interessant. Und wie lange man für was gebraucht hat. Doch, da unten rechts. 0,77% nur. Das ist gar nicht so viel. Irgendwie kommt mir das mehr vor. Wir hält uns nämlich doch recht stark. Hier ist auf jeden Fall der Boss. Heißt, wenn wir noch einen Schlüssel bekommen, dann haben wir's. Und den sollten wir in dieser roten Tür hier bekommen. Achso, und wo ich gerade schon von Auflösung gesprochen habe, Leute, habt ihr auch mitbekommen, SingStar hört auf. Richtig schade. Das einzige Spiel, das ich noch auf der PS3 spiele. Das einzige Spiel, warum ich überhaupt noch eine PS3 habe. Und die hören jetzt leider auf. Zumindest online. Also man kann es natürlich noch spielen und alle Lieder, die man hat, bleiben auch erhalten. Aber man kann halt keine neuen Lieder mehr kaufen, was voll schade ist. Und ich muss sagen, also die haben halt auch immer mal neue... Heil ich mich? Nee, komm. Die haben auch immer mal neue Lieder da reingebracht. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, einfrieren. Das machen wir jetzt safe hier. Kein Risiko eingehen. Puh, okay. Dann gehe ich den anderen Weg wieder raus, ne? Dann haben wir es nämlich schon. Die haben auch neue Lieder rausgebracht. Jetzt keine so guten, also keine, die ich haben wollen würde. Aber SingStar immer noch nach wie vor witzig und auch schade, dass die aufhören. Und dann scheint auch keine neuen Spiele dann mehr rausbringen für neue Playstations. Okay, so einmal können wir uns heilen. Wir kriegen sowieso eine Fiole dazu. Dann haben wir quasi volle Leben. Den letzten Schlüssel brauchen wir nicht. Das ist nichts Gutes, oder? Wir sehen sowieso nicht, was da ist. Was will ich wissen? Macht uns nicht heiß oder so. So, okay. Endlich mal wieder beim letzten Boss. Okay, okay. Hier, nimm alles, was ich hab. Für Loslösung. Bling. Cool. Und Goldreserve, den Rest. Ja, ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen schlau sein, Leute. Ah, ich hab keinen... Nein! 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 Ich hätte die zweite Todeskugel mir sogar leisten können. Kann ich bitte nochmal zurück? Ich hab genug Geld für die Todeskugel. Genau genug Geld hatte ich. Oh, nö. Oh, nö. Okay, jetzt müssen wir mit der Doppelballiste arbeiten, Leute. Das ist gar kein Problem. Uns fehlen auch leider 120 Gold für den Bogen, dass wir den verbessern könnten. Wäre mega gut gewesen. Okay. Okay, Doppelballiste plus 15% Schaden, sehr schön. Falle verbreitet verbrennendes Öl, aber ich glaube, wir haben nichts, was irgendwie brennen machen kann, ne? So, okay, wir müssen auf jeden Fall die Mutation zurücksetzen. Jo. Oh, guck mal, YOLO geht sogar trotzdem. Das ist interessant. So, jetzt müssen wir ein bisschen schlau sein, Leute. Jetzt lass mal überlegen. Was haben wir und was sollten wir machen? Mega gut wäre natürlich Vergeltung. Weil wir 3 Sekunden lang weniger Schaden bekommen. 60% weniger Schaden, was mega gut ist. Können wir mega den Damage machen. Nach jedem erlittenen Treffer kriegen wir 60% weniger Schaden. Das ist wirklich... Ja, muss ich eigentlich mitnehmen, oder? Okay, aber schauen wir mal. Ansonsten... Nee, töten bringt uns gar nichts. Nekromantie bringt uns jetzt auch gar nichts mehr. Wir könnten auch noch innerlich tot mitnehmen. Das wird unsere GP-Anzeige um 50% nochmal erhöhen. Und wir kriegen sowieso keine Nahrung mehr. Also das wäre auf jeden Fall auch eine Sache. Loslösung ist auch noch so ein Ding. Also wir können 3 Stück mitnehmen. Wenn wir unter 20% Leben haben, dann werden wir 5 Sekunden lang geschützt. Auch mega gut. Dann können wir diese 5 Sekunden einfach angreifen. Ja, also die 3, glaube ich, ne? Ja, oder halt YOLO. Ja, ich glaube, ich nehme die 3, die ich gerade gesagt habe. Also Vergeltung, weniger Schaden bekommen für 3 Sekunden. Dann auf jeden Fall Loslösung. Dann würden wir einmal gerettet werden. Also entweder wir nehmen YOLO oder wir nehmen innerlich tot, was uns 50% mehr Leben gibt. Dann hätten wir 21.000 Leben. Ich glaube, das bringt mehr als einmal YOLO, oder? Komm. 22.000 Leben sogar. Dann sind wir halt richtig krass stark. So, wir kriegen sogar noch eine Fiole. Das heißt, wir können uns 5-mal oder so voll heilen. So, wir werden geschützt, wenn wir getroffen werden. Also an sich könnten wir einfach die ganze Zeit auf ihn raufknallen. Und unsere komische Todeskugel, die jetzt schon 4600 Damage macht und plus 125% Schaden gibt, macht nochmal plus 175% Schaden, wenn das Ziel gefroren ist. Oh, eine zweite Todeskugel wäre wirklich so geil gewesen. Okay, komm, bitte verkack's jetzt nicht. Bitte verkack's jetzt nicht. Wir haben nur ein Leben. Wenn wir verkacken, bin ich tot. Okay, komm, wir holen uns jetzt diese komischen Tubes. Wir holen uns die jetzt. Du Blödkopf. Okay, let's go.
Ja, ja. Schlag du mal auf den Boden. Das ist in Ordnung. So, was macht er? Oh Gott, ich hab leider Ewigkeit nicht mehr gegen den gekämpft, ne? So, hier, friss das. Ich gehe hier hoch und mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Oh shit. Okay, einfach die ganze Zeit ein. Okay, das war dumm. Oh, die Dinger müssen wir natürlich auch killen, sonst macht er einfach zu viel Damage. Aber ich glaube, es ist auch eine gute Idee, ihn einfach einzufrieren und dann das zu machen. Heil dich doch! Hallo, wieso heilt er sich nicht? Junge! Ja, ich bin schon wieder mega schlecht bei dem. Er hat einfach so ein komisches Angriffsmuster. Ich glaube, ich werde einfach die ganze Zeit nur... Ich sag gar nichts mehr, Leute. Okay, jetzt einfach auf, einfach die ganze Zeit drauf, einfach die ganze Zeit drauf. Okay. Ah, das funktioniert. Also, mega schlecht gespielt, geil, keine Frage. Wirklich gar keine Frage. Diese Todeskugel war einfach sau OP. Oh mein Gott, da sind die Tubes! Ja, wieder Verwertungsröhren. Danke. Und tellurischer Schock, keine Ahnung, was das bringt. Danke, du Viech, du Todeskugel. Eine zweite Todeskugel, dann wäre das sehr viel einfacher gewesen. Ich brauchte tatsächlich alle 5 Heilungen, ich fasse es nicht. So schlecht, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Was ist denn hier eigentlich noch? Hallo? Was ist hier? Achso, 5, okay. 5 Dead Cells, das werde ich ja niemals hinbekommen. Yay, yay, lass mich durch, ich bin Arzt. Hallo, was muss ich denn jetzt machen hier? Alter, dieses Spiel. Aber wir haben ihn besiegt. Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit nichts gesagt habe beim letzten Boss. Aber da muss man... Hätte ich die ganze Zeit geredet und gesagt, was ich machen wollte. Also mein Plan war jetzt natürlich die ganze Zeit einfrieren und dann meine Todeskugel und einfach ausweichen, was irgendwie nicht so einfach ist bei dem. Keine Ahnung warum. Ich muss den irgendwann mal trainieren. Gibt es irgendeinen Trainingsmodus? Wahrscheinlich schon. Dann müsste ich den... Zählen. Oh. Dann müsste ich einfach ein paar Mal da besiegen und dann sollte eigentlich auch kein Problem sein. Gott. Okay, so. Wo sind jetzt diese Tubes? Jetzt sollten wir eigentlich 3 Tubes sein. Hallo? Hey, wo sind diese Tubes? Ach, die muss ich erst freischalten. Okay, ist klar. Okay, aber wir haben jetzt so komische Tubes. Die werde ich dann freischalten und dann werden wir die beim nächsten Mal sehen. Dann sollten hier nämlich nicht mehr diese 3 Dinger sein, sondern stattdessen 3 Tubes, wo jeweils...
2, 3, 4, 7, 8 Items drin sind. Und das ist dann ganz toll, Leute. Gut, dann haben wir endlich mal was geschafft. Dann können wir das nächste Mal endlich... Wieso kann ich hier nichts machen? Ach, weil ich den Run gestartet habe. Dann können wir nächstes Mal mit 2 Dead Cells das mal probieren. Aber diese Todeskugeln auf jeden Fall mega gut. Ja, dann nochmal sorry, dass in der Mitte was gefehlt hat. Aber ich hoffe, ihr konntet mir verzeihen. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Euer Dizzy.